Ja, die Dicke von der Glasscheibe vorne. Von der Panzerglasscheibe beim Röhrenfernseher. Willkommen im Molyneux Stadium, liebe Auf Zuschauer. meinem Mein Name grün-schwarzen ist Wolf Bernstein-Monitor kann ich das kaum unterscheiden. Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir Der Fuki zeigen ist so der heute den Typ letzten Mensch, dem Spieler traue ich auch zu, dass der da mit Schwarz-Weiß-Bild sitzt. der Titel auf dem Ja. Spiel steht. Es könnte Geht ein es dann nur um super Spiel das werden. Spiel Das ist und um die natürlich auch Kommunikation mit euch. Das Spiel, unser Nick die Mannschaft Grafik ist mir angefällt. egal. Sie machen schon sehr früh Druck. Zu unpräzise. Ah, ist zu groß Wo will für. den nehmen? Und auf die Paula. Nur ein bisschen langsam dafür. Ach, der Bot und ich. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Er spielt genauso einen Schiss wie ich. Gut zu wissen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Guter Vorstoß da jetzt. Ich hab nichts gemacht, keine Angst. Das sagt der Günni auch immer und dann fliegen die Gegner im 16er, wie die fliegen. Ball geht an den langen Pfosten. Der geht nicht rein. Schön. Ah, Pech. Da ist das Tor. Und wir schauen auf die Tabelle. Damit brauchen die Schotten zwei Treffer, wenn sie an diesem letzten Spieltag doch noch den Titel holen wollen. Es ist so bitter und wir sehen das an den Reaktionen. Den haben wir da hinten ein bisschen aus den Augen verloren. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Lassen Sie mal laufen, aber jetzt bräuchten Sie auch mal einen Zug zum Tor. Spielt den Ball. Hauptsache kompliziert. No. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Entschlossen geklärt. Chance jetzt zur Flanke. War mir so klar, dass der jetzt wieder umdreht, der Bot. Ah, ja. Jetzt die Chance. Jawohl, schön. Schön. Schön durchgesetzt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Okay. Wichtig schön. Natürlich, dass Sie da dazwischen Ja, Gönny. Schade. Die nerven ganz schön hier, die zwei. Hast du? Oh. Ja, ich habe eigentlich geklärt, aber anscheinend hat sich Bot angeschossen. Ja. Schön. Oh, schade. Oh, das war mal schön in die Land. Kann man so mal machen. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Ballbesitz ist schön. Schön. Ganz stark. Paul. Ja, könnte was werden. Wichtig. War Ball gespielt. Schön in die Zange genommen. Nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja. Ja, da müssen Sie aufpassen. Oh, nicht wieder in den. Oh! Hätte gefährlich werden können. Ja, heute haben wir es irgendwie hinten mit der. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Zu gefährlichen Pässen da. Da läuft wieder hinten durch, ja. Tag.
Aber ich krieg den Ball da nicht weg und das nervt so. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsfahrt. Okay, mach mal. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Ich stehe ja eigentlich schon, ich stehe ja zwischen Gegner und Ball und ich kann trotzdem den Ball dann nicht weiter verarbeiten. Das ist, stark. Schön. Jawohl. Schönes Ding. Bei der Größe immer noch über die Eckfahne springen muss, wundert mich ein bisschen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Schön. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Da ist Platz für den Konter. Der lässt mich nicht passen. Theo ist so schön eingelaufen. Über einer. Riesenchance. Schön dazwischen gegangen. Den Ball hat er. Ganz souverän. Schön. Schade. Freistoß. Kurz gespielt. Schade. Gute Aktion. Sie kann hier entschlossen klären. Jawohl. Da passt er auf und hat den Ball. Ich musste Volley nehmen. So. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance? Nein. Ganz klar, der Ausgleich muss her. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht. Oh, schade. Schade, Martin. Gut aufgepasst. Schönes Ding. Also die sind nur zu zweit, ne? Also wir müssen quasi beide irgendwie versuchen. Echte Spannung verspricht. Ein bisschen madig zu machen. Ja, die sind ja leider relativ selten bei Dom in der Ecke da, ne? Da könnte dem Hüfte hoch. Ich habe einen schon weg, Zeit, also noch einen mache ich nicht. Ich war übrigens auch bei der letzten Monatsstatistik vom Arni, dass man dem Dom da durchaus auch mit auf den zweiten Platz setzen darf, bei den roten Karten. Weil was man gesehen hat an der Statistik ist, dass ihr quasi aus dem Mittelfeld keine Torabschlüsse macht. Also wenn man den Puck jetzt mit als Strom zählen würde. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Also ich sehe mich ja sowieso eher so als Vorbereiter. Also ich, ja, das ist alles ich schieße relativ selten. Wenn ich dann einen Stürmer sehe, der besser steht und die besseren Schusswerte hat, dann... Ja, König. Was auch immer das war. Und so wie wir die Außen bitten zu spielen, also die Außenmittelfeldspieler haben die ja auch relativ selten die Chance, Abschlüsse zu machen. Von daher ist das eigentlich verständlich, oder? Nee, das meinte ich ja. Also man sieht das halt, dass... Ich meine, ob das so gut ist, also ob wir das lieber anders spielen sollten, ist halt die Frage, aber solange wir so spielen und die Aufstellung... Das ist, glaube ich, normal, dass nur die beiden Stürmer halt die Tore oder hauptsächlich die Tore machen. Forward. Schön. Schön. Ja. Ja, schön. Schön, Obi passt. Chance jetzt zur Flanke. Stark. Unglaublich. Stöhnsig, schade. Unglaublich, dass der Martin da wieder abreißt, ey. Pass kommt nicht an.
Schön. Boah, schade. Er ist offensichtlich, also bei den Zweien ist das hier relativ einfach, finde ich. Naja, wenn die so zweit sind, ist das halt für dich. Du kannst dich da aus der Mitte raus ja so ein bisschen freier bewegen. Wenn der Güne und ich anfangen. Thomas, ich habe mich sehr bemüht. Ich bin sogar ein bisschen hochgesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Das lag nicht an der Flanke. Nein. Zu spät. Ah. Na, der kannst du auch in die Mitte zu Martin spielen, der läuft da schön. Schön. Den hole ich mir. Flanke kommt in die Mitte. Da kann er erstmal klären. Schön. Schade. Pech. Hat alles reingeworfen, der kleine Dom. Hm. Ja, genau. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Nee, nicht weggehen. Da musst du davor stehen bleiben. Es gibt eine Ecke. Ah, okay. Gute Gelegenheit. Kurze Ecke. Ich will schießen. Ich glaube, und ab. Natürlich kein guter Pass. Jawohl. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Der Versuch. Ball geht. Boah, Schwein gehabt. In diese Richtung. Ein Treffer, aber das war schon eine ordentliche Entfernung. Nein. Gutes. Oh Gott, ey. Er hat den Ball. Gut. Schon wieder gut. Robert, nimm die Seite. Ah, okay. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schön. Ganz stark. Super. Jawohl. Das hätte durchaus Pech. Aber abseits, glaube ich, oder? Der Arnim, abseits. Krass. Schön gespielt. Ich habe eigentlich gehofft, der Theo schießt. Da ärgern Sie sich. Ballverlust. Oh Gott, was für ein Ball. Ja, warum? Wie so ein lasser Sack. Ach, scheiß auf Martin. Martin, Michael. Scheiß auf Martin? Ist mit genau, scheiß auf Martin. Siehst du, der zahlt er direkt mit dem Fehlpass zurück. Naja. Jetzt können sie über außen kommen. Ja, vielleicht kommt schön. Schön. Klasse Technik. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Die Seite, ja, perfekt. Er sieht nichts bei seiner Frisur. Sie wollen den Titel. Und nun? Wenn immer näher rückt, können wir sagen, sie können den Titel hier auch holen. Buschi, wieder hinten rum von mir aus. Für den Trainer, für die Mannschaft und wir sehen die Entschlossenheit. Sie geben alles, um das auch wirklich nicht mehr aus der Hand zu geben. Ein guter Pass. Ja, ach, ach Scheiße. Ja, nicht der Erste. Sie sind heute gut drauf. Jetzt aufpassen. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Genau, das meinte ich. Schön. Na, ja, warte, Güni war ein bisschen zu aggressiv dann drauf. Boah. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Oh. Muss mal kurz die Luft anhalten, wenn wir da hinten so ein Ding spielen. Schön. Güni Spezial. Ist die richtige Uhrzeit zu gewahrt. Schade.
Torwart ist mit vorne. Also haben wir hinten 5 Gegenspieler. Und weg damit. Schirmt den Ball da super. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff. Ah. Oh, haben es doch nochmal spannend gemacht, damit die Zuschauer auch was davon im Spiel haben hier. Keeper hält den eh. Naja, ging ja Gott sei Dank um nichts mehr. So, ich gehe schnell zurück, weil ich muss im Springen.